Lady Gaga, Superstar, tritt nicht den Oscars auf. Keine gute Nachricht für alle Fans von Lady Gaga, 36, der US-amerikanische Superstar wird bei der kommenden Oscar-Verleihung nicht den Top Gun, Maverick Song Hold My Hand live performen. Das bestätigte laut Entertainment Weekly der Oscar-Direktor Glenn Weiss, 61, bei einer Pressekonferenz. Die Sängerin und Schauspielerin sei derzeit zu sehr mit den Dreharbeiten zu Joker, Folie A Grabes Deutsch beschäftigt und habe nicht die Zeit finden können, einen Auftritt vorzubereiten. Lady Gaga werde aber als Nominierte bei der 95. Verleihung der Academy Awards am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles vor Ort sein. Traditionell performen die in der Kategorie Bester Film-Song nominierten Künstler ihre Lieder live während der Zeremonie. Die Auftritte von Sophia Carson, 29, mit Applaus aus Tell It Like a Woman, Rihanna, 35, mit Lift Me Up aus Black Panther, Wakanda Forever und Son Lux Featuring Mitchie und David hören mit This Is Our Life aus Everything Everywhere All At Once sind laut Veranstalter fix. Auch der indische Song Natu Natu aus dem Film RRR wird am kommenden Sonntag zum Besten gegeben. Für Lady Gaga wäre es bereits der dritte Auftritt bei einer Oscar-Verleihung gewesen. Zuvor sang sie 2016 Till It Happens to You aus dem Dokumentarfilm Freiwild, Tatort Universität sowie 2019 gemeinsam mit Kollege Bradley Cooper, 48, den Welthit Shallow aus ihrem Film A Star Is Born. Für Shallow wurde Lady Gaga seinerzeit auch mit einem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet. Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Germanotta heißt, arbeitet derzeit als Schauspielerin an der Fortsetzung der Comicverfilmung Joker mit Joaquin Phoenix, 48, in der Hauptrolle. Welche Rolle Gaga dort genau übernehmen wird, wurde von den Verantwortlichen bei Warner Bros. Bislang noch nicht bestätigt. Erste Sehbilder weisen allerdings darauf hin, dass die Künstlerin in die Rolle der Harley Quinn schlüpfen wird, die spätere Freundin des Jokers.